So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Projekt. Wir spielen jetzt zusammen Das Schwarze Auge, Satinavs Ketten. Das Spiel, na, ist nicht mehr das allerneueste, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ich glaube 2 Jahre oder so ist es alt. Der Nachfolger ist ja schon raus von Daedalic, den möchte ich danach, kann ich gleich sagen, auch spielen. Also den zweiten Teil wird es auch geben. Und es gibt hier noch eine Besonderheit. Satinavs Ketten wird das erste Let's Play sein, das nicht blind ist, weil ich habe dieses Spiel, als es rauskam, schon gespielt, zum größten Teil zumindest, glaube ich. Und ja, ich werde deswegen schon ein paar Sachen kennen, aber es ist so lange her, dass ich die Hälfte definitiv schon wieder vergessen habe. So, wir gehen mal auf ein neues Spiel. Und ja, ein bequemes Abenteuer. Für frisch gebackene Abenteuer, alle Komfortfunktionen stehen zur Verfügung. Oder ein raues Abenteuer für erfahrene Abenteurer. Alle Komfortfunktionen werden deaktiviert, können aber bei den Spieleinstellungen nachträglich wieder eingeschalten werden. Schwierige Frage. Ich gehe die bequeme Variante, weil so wie die Space-Taste, um sich Hotspots anzeigen zu lassen und so, das mag ich schon ganz gerne. Also ich lasse es da drauf. Wir müssen es ja nicht benutzen. So, also ein bequemes Abenteuer geht los. Wer hat die Macht, das eigene Schicksal zu hintergehen? Solange die Götter über das Schiff der Zeit wachen, bleibt eines doch immer gewiss. Satinavs Ketten reißen nicht. Es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Ein Frieden mit dem Erzfeind Nostria war in greifbarer Nähe. Ein Besuch der nostrischen Königin stand kurz bevor. Im Zuge der Feierlichkeiten hatte der König die jungen Andergaster zu einer heiteren Queste aufgerufen. Das Eichenblatt. Er lässt nicht los, der Hund. Hunde sind klüger, Ulfried. Sie werfen sich auf den Rücken, wenn sie verloren haben. Wie sieht es aus, Geron? Gibst du auf? Lass ihn mal zu Wort kommen. So, mit Rechtsklick kann Geron seine Umgebung näher betrachten. Mit Linksklick kann er mit seiner Umgebung interagieren. Klicke mit der linken Maustaste auf Olgierd, um ihn anzusprechen. Hallo Olgierd! Ich wär... Was? Ich verstehe dich ganz schlecht. Ich werde gewinnen. Nein, Vogelfänger, du wirst verlieren. Ich rechne es dir gerne vor. Du musst für die königliche Queste 4 kupferne Eichenblätter finden. Ich brauche 4 Eichenblätter aus Messing. Derzeit hast du mir 1 Eichenblatt voraus. Da Ulfried dir dieses Eichenblatt jedoch abnehmen wird, fehlt dir mindestens 1 Eichenblatt zum Sieg. Oder glaubst du immer noch, du kannst dich befreien? Benutze Rechtsklick, um den Hammer anzuschauen und Linksklick, um ihn aufzunehmen. Oh. Der Hammer wird dir auch nicht helfen. Ja, benutzen wir ihn, um ihn aufzunehmen. Mein Hammer! Lass ihn doch. Gib doch einfach auf, Vogelfänger! Oh. Der Hammer befindet sich jetzt in deinem Inventar. Ziehe den Mauszeiger an den unteren Bildschirmrand, tatsächlich, um das Inventar zu öffnen. Versuche, Ulfried mit dem Hammer zu schlagen. Klicke mit der linken Maustaste auf den Hammer im Inventar, um ihn zu greifen. Jetzt haben wir hier den Hammer-Cursor. Ich wollte gerade auf den Monitor zeigen, das bringt euch leider nichts. Klicke dann mit der linken Maustaste auf Ulfried, um nach ihm zu schlagen. Sehr schön. Na? Stell dir nur mal vor, der Unglücksbringer gewinnt und wird vom König empfangen. Hilf mir, Ulfried. Was hat der blinde Seher damals gesagt, bevor er verbrannt wurde? Dass Geron böse ist. Ich glaube, er sagte, dass Geron uns großes Unheil bringt. Bei Prophezeiungen muss man auf den Wortlaut achten, Ulfried. Und wieder eingetunkt.
Und wenn Geron uns verflucht, es heißt, er hat eine dunkle Gabe. Unsinn. Okay, Geron ist ein Magiedilettant. Er kann Gegenstände mit bloßer Willenskraft zerdeppern. Ach, ich erinnere mich. Klicke auf die... Entschuldigung. Klicke mit der linken Maustaste auf das Krug-Symbol neben der Inventarleiste. Klicke dann auf den Gegenstand, den Geron zerbrechen soll. Geron kann ausschließlich Dinge zerdeppern, die leicht zerdepperlich sind. So, Krug-Symbol, wo war das? War das das da? Kaputt. Oh, da was zum... Lass, du schlägst ihn noch tot. Hol dir das Eichenblatt und wir verschwinden. Ja, es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Nur wenige ahnten, dass bald nichts mehr sein würde, wie es einmal war. So. Der gute Käfig. Lass ihn dort stehen. Ich repariere ihn später. Gwindling, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Ja, ja. Das waren Eugierd und sein Knecht. Sie haben mich überfallen und mein Eichenblatt gestohlen. Für die Eichblattqueste, weißt du? Hörst du, sie haben den Käfig zerstört, nicht ich. Das kann nicht sein. Aber weißt du was? Ich werde den Wettbewerb trotzdem gewinnen. Ich werde mir mein Eichenblatt zurückholen und ich werde gewinnen. Und dann wird mich niemand mehr verspotten. Was machst du da eigentlich? Geron, dieser Unfug führt doch zu nichts. Ich will nicht wie du mein ganzes Leben lang... Nur Jäger und Fallensteller sein? Ohne einen Käfig wirst du noch nicht einmal das. Ja, da ist wohl was dran. Also, Gwindling, warum bist du so müde? Du wirkst müde. Leg dich doch schlafen. Diese Träume, sie nagen an mir und zehren mich auf. Und diese Krähen, diese Biester, haben sich schon am toten Ritter Olderich gütlich getan. Es braut sich etwas zusammen. Oh, was denn? Hast du dunkle Ahnungen? Obwohl, er spricht ja die Fragen selber, sorry. Was sind das für Träume? Augen starren mich an. Blinde Augen, wie damals, als der Seher noch lebte. Was meinst du damit? Nichts. Es sind nur Träume. Eben. Die Krähen lassen dich nicht schlafen. Sie beobachten uns. Schau ihnen nicht in die Augen. Sie blicken dir in die Seele, Geron. Ich fürchte mich nicht vor ein paar Krähen. Bis du Golgaris Schwingen rauschen hörst. Wer sagt denn, dass nicht auch Borons Seelenvogel in ein Käfig passt? Wie ist Ritter Olderich gestorben? Er wurde ermordet. Der alte Mann? Warum das? Wer weiß. Aber er war einer derjenigen, die damals den Seher zur Strecke brachten. Gwindling, der Seher ist schon lange Zeit tot. Ja, ja. Hör endlich auf, über diesen Seher nachzugrübeln. Er wurde doch verbrannt, nicht wahr? Vor 13 Jahren. Weil er König Wendolins Tod vorausgesagt hat. Nicht deshalb. Er hat Kinder entführt. Niemand weiß warum. Jedenfalls wollte er nichts Gutes für Andergast. Heerscharen von Krähen sollten für ihn die Stadt erobern. Oder vernichten, heißt es. Und deshalb durchwühlst du die Gedärme dieses Vogels? Seine Krähen brachten dunkle Träume. Schluss mit diesen Schauergeschichten. Kannst du den Käfig reparieren? Muss wohl. Wir werden ihn noch brauchen. Haben wir einen neuen Auftrag? Auftrag, sagt er. Bis einer von diesen Bauerntölpeln merkt, was da auf uns zukommt, ist es längst zu spät. Wovon sprichst du? Von den Krähen, Geron. Den Krähen. Was ist denn mit den Krähen? Was ist mit der toten Krähe da? Ich will wissen, was sie hergeführt hat. Das ist leicht. Der Winter naht. Sie suchte Wärme. Alles voller schwarzer Galle. Wenn ich erst die Eichblattqueste gewonnen habe. Du verdienst dir nur Hohn und Spott. Der Sieger wird vom König geehrt. Jeder bleibt, was er ist. Wann begreifst du das endlich? Tja. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun.
Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Hilfst du mir nun bei... Verschont, ich habe... Deine Krähen... Ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. Also, das hier ist Geron, den wir hier eben steuern. Das ist ein Vogelfänger in Andergast. Ich weiß nicht, wie sehr ihr mit dem DSA-Hintergrund vertraut seid, wie der ein oder andere vielleicht schon mitgekriegt habt. Ich bin ja so ein komischer Rollenspieler. Und ja, DSA habe ich zwar auch schon seit vielen, 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 und ich meine damit mindestens 10 bis 15 Jahre nicht mehr gespielt. Aber ich finde es ganz cool hier. Das ist Gwindling, das ist unser Lehrmeister. Gwindling hat gestern das ganze Zimmer durchwühlt, um diese Zeichnung wiederzufinden. Und wie immer hat er verschwiegen, was sie bedeutet. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Was machst du da? Hast du keine Aufgabe zu erledigen? Nö. Dann halt nicht. Gwindlings Gliederschmerzen werden immer schlimmer. Selbst mit dem Gehstock verlässt er kaum noch sein Zimmer. Schade. Ich leihe mir einmal deinen Gehstock. Okay, jetzt haben wir einen Gehstock. Haben wir den Hammer noch? Ja, den haben wir noch. Oh, und wir haben 4 Kreuzer, wir haben ein Wurfnetz, ein Taubeneilennetzfalle und einen Gehstock. Weil wir sind nämlich ein Vogelfänger, wie schon erwähnt wurde. Und als Vogelfänger haben wir immer ein Taubenei dabei. So. Das wird Olgierd büßen. Seid ihr beiden nicht befreundet? Seit über 10 Jahren nicht mehr. Das wird... Seid ihr beiden nicht befreundet? Seit über... Ich bin eigentlich schauen, ob ich ihn trotzdem mitnehmen kann. Kannst du nicht warten, bis ich ihn wieder hergerichtet habe? Nö. Du sollst die Finger davon lassen. Zerbrichst es nur wieder. Und was brauchst du diesmal? Ein Mittel gegen diese verfluchten Krähen. Aber ohne die Magie einer Fee wirkt es nicht. Woher weißt du das? Woher versteht der Wolf zu jagen? Gute Frage eigentlich. So. Ist hier noch irgendwas, was wir einstecken könnten? Sieht nicht so aus. Also ich denke, wir müssen uns erstmal... Das heißt, ich denke, ne? Ich weiß es halt in dem Fall. Wir müssen uns erstmal dieser Quest... Ich muss mein drittes Eichenblatt von Olgier zurückbekommen. Außerdem muss ich zum Burgtor und mir beim Haushofmeister das letzte Rätsel für die Queste abholen. Genau, dem müssen wir uns erstmal irgendwie widmen, glaube ich. Und hier haben wir eine Kleiderkiste. Eigentlich viel zu groß für meine paar Sachen. Mach mal auf. Eine Verlöte. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Dann wird's Zeit. Und dann noch irgendwas? Kupferne Eichenblätter. 2 Eichenblätter habe ich. Das dritte hat Olgierd und das vierte ist noch versteckt. Dann los. Okay, dann los. Gerons Eltern. Oh. Ihr Bild verwischt mehr und mehr. Ich habe kaum noch eine Erinnerung an sie. Ich schaffe das. Ihr werdet sehen. Es laufen gerade einfach nur ein paar Dinge schief. So, was haben wir da? Fälle. Ein Irgendwann Katapult. Werde ich einmal ein richtiges Katapult bedienen. Der Frieden mit Nostria wird schließlich kaum von Dauer sein. Okay, können wir das mitnehmen? Es schießt nicht mehr. Das Spanngarn ist durchgefault. Okay, da brauchen wir Spanngarn. Haben wir vermutlich nicht. Jendrichs Vater hat das für mich geschmiedet, als Jendrich und ich noch befreundet waren. Schon wieder lose. Aber darum muss ich mich später kümmern. Viel zu viele unerledigte Dinge. Mach mal auf. So, haben wir da irgendwas Interessantes? Irgendwie gerade nicht, ne? So, gehen wir mal raus, würde ich sagen. Mir fällt hierzu gerade nichts weiter ein. Schauen wir mal, wie es draußen aussieht. Es muss also doch hier irgendwo sein, verdammt. Aber der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Sei still, da ist Geron. Wenn der uns belauscht. Gut, hier haben wir Schweine. Die durchtriebensten Schweine des Königreiches. Immerhin lässt der Schustermeister sie nicht mehr frei umherlaufen.